Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines Cedar Bay. In der letzten Folge haben wir den Meilenstein der boomenden Kleinstadt erreicht und uns vornehmlich um die Erweiterung der Industrie- und Gewerbeflächen gekümmert. Da waren wir am Ende der letzten Folge mit dem Grundaufbau unseres Shoppingcenters im amerikanischen Stil stehen geblieben. Und das zieht jetzt auf jeden Fall einiges nach sich. Und die Stadt hat jetzt, denke ich, auch eine ganz gute Größe erreicht, ein Layout, das wir ausgestalten und erweitern können. Und ja, die ganze Geschichte kann sich hier auch erst einmal entwickeln. Also schauen wir uns erst einmal das Shopping Center an, das wir errichtet haben. Da sind auf jeden Fall einige Sachen, um die man sich kümmern muss jetzt. Denn wir haben hier ein kleines bisschen vorgegriffen, würde ich sagen. Denn diese Gebäude benötigen auf jeden Fall weitere Arbeiter und vor allem besser gebildete Arbeiter, nämlich hier unter anderem gut gebildet und hochgebildet. Und wir schauen uns das mal kurz an. Da brauchen wir auf jeden Fall gut gebildete Arbeiter bei diesen drei Gebäuden. Aber zum Glück sind das historische Gebäude, dadurch, dass wir sie mit Rico platziert haben. Das heißt also, es macht nichts, wenn sie die Versorgung zum momentan erst einmal nicht bekommen. Und wir haben ja im Shopping Center definitiv noch andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Neben den, ja, wie gesagt, offensichtlichen Sachen. Und da haben wir hier auch noch an den Parkplätzen einiges nachzujustieren. Das meinte ich ja auch beim letzten Mal schon, dass man das ein bisschen mit Move It nachjustieren muss. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, aber das werden wir nicht in dieser Folge machen. In dieser Folge möchte ich mich um, ja, vor allem die Bildung kümmern und um die Stadtviertel. Dazu werden wir auf jeden Fall gleich kommen. Wir haben uns das hier mal angeschaut. Hier sind auch auf den Parkplätzen einige Sachen, die so erstmal nicht hinhauen. Wir haben hier Straßenschilder, die hier nicht hingehören, Zebrastreifen, die hier nichts zu suchen haben und Laternen, die falsch herum platziert sind. Nun gut. Und wir haben auf jeden Fall jetzt hier zwei infrastrukturelle Probleme. Das ist zum einen das Wasser und zum anderen haben wir jetzt ja auch einen gewissen Lieferverkehr. Und wir hatten ja hier beim Aufbau hier hinten die Verbindung gekappt. Die möchte ich gerne erst einmal wieder herstellen, bevor wir uns um was anderes kümmern. Und ich glaube, diesen Parkplatz können wir erst einmal abreißen. Und diese Zufahrtsstraße ist, glaube ich, auch nicht mehr angemessen. Und daher würde ich sagen, passt dieser Tactical Gun Shop jetzt auch nicht mehr zu unserem neu errichteten, ja, Shopping Center. Da können wir dann was anderes errichten, falls das nötig ist. Wir reißen den auf jeden Fall erst einmal weg und korrigieren auch hier einfach mal die Flächen, die wir mittels Surface Painter eingezeichnet hatten. Das nehmen wir mal zurück und richten hier erst einmal eine neue Straße ein. Da würde ich gerne eine vierspurige Straße nehmen aus den Small Heavy Roads und hier einfach durchziehen, nur ein bisschen Platz lassen. Denn wie gesagt, die Parkplätze und so weiter, das müssen wir mit Move It etwas auseinanderziehen. Das heißt, wir lassen noch ein ganz klein bisschen Platz dafür. Ich glaube, so passt das ganz gut. Oben ist ein 90-Grad-Winkel auf jeden Fall. Und ich glaube, dann nehmen wir aber mal lieber eine vierspurige Straße hier gleich. Oh, das ist auf jeden Fall für den Zulieferungsverkehr etwas besser. Und dann möchte ich gleich noch etwas machen. Oh, ich habe neue Mods installieren müssen, da ich festgestellt habe, dass der Prop Entry Anarchy Mod nicht funktioniert. Und das hat so einiges nach sich gezogen, leider. Und da habe ich einen Mod installiert, der jetzt nicht mehr die globalen Straßen verändert, oder global die Straßen verändert, sondern man kann sie jetzt im Detail bearbeiten, finde ich eh viel schöner. Und da möchte ich jetzt hier gleich an dieser Straße etwas wegnehmen. Und zwar zum einen die Straßenlaternen und zum anderen die Straßendekoration. Die finde ich immer recht unschön hier. Oh, sowas wie den Stromkasten hier und weiß nicht, was das da hinten sein soll. Also wenn wir die nochmal austauschen hier. Oh, hier gibt es ja noch Straßenschilder. Hier vorne können wir sie mal lassen. Ich glaube, hier passt das. Und dann werden wir jetzt einfach nur eins machen, das noch mit dem restlichen Gewerbegebiet verbinden. Dann nehmen wir erst einmal wieder die Two-Lane-Alley und setzen die auch hier mal ein. Dann ist das erst einmal verbunden. Das machen wir mit Anarchy-Codes, mit Road-Anarchy. Für den Moment soll das genügen. Ich baue immer gerne mit kleinen Straßen vor und da weiter ist dann. Oh. Und ich glaube, so ist das erstmal ganz gut. Dann können die Lieferfahrzeuge diesen Weg da wählen. So, dann machen wir mit der Infrastruktur weiter und kümmern uns mal ums Wasser. Oh, da sieht man auch gleich, ich habe einen neuen Mod installiert. Oh, der schaltet nicht gleich in den Info-View. Das finde ich etwas angenehmer. Oh, das möchte ich sehr gerne selber bestimmen, wann ich da reingehe und wann nicht. Das ist gerade für das, was in dieser Folge halt noch ansteht, auf jeden Fall, dass wir uns um die Bildung kümmern, etwas angenehmer. So, jetzt würde ich erstmal sagen, wir sorgen hier erst einmal für Wasser. Oh, ich glaube, das sollte ganz gut passen. Machen wir das mal hier, ziehen wir das mal bis hier rein und decken das mal ab. So, das soll für den Moment genügen. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, möchte ich gerne in das Gebiet gehen,
und hier auch schon für die Wasserversorgung sorgen, um das es in dieser Folge gehen soll, hauptamtlich. So, da würde ich sagen, hier ziehen wir auch mal eine Wasserleitung durch. Ich hätte eigentlich gesagt, ich baue gerne unter Straßen, aber hier haben wir noch keine. Also ziehen wir das erstmal auf und haben jetzt hier alles abgedeckt. So, jetzt sehe ich aber gerade, da schreit einer nach Wasser. Da ist wohl ein Loch in der Wasserversorgung. Wir gucken noch mal ganz kurz. Ja, da ist ein Loch in der Wasserversorgung. Okay, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, denn wir möchten es ja auch alles amerikanisieren und da möchte ich auch in dieser Folge zukommen, dass auch die Wohngebiete hier deutlich amerikanischer werden. Aber kümmern wir uns erstmal um den. Der hat hier so ein 3-1er Grundstück. Ja, die gibt es in den amerikanischen Sets ohnehin nicht. Und da wir hier gerade an dem Funnel Home sind, würde ich sagen, das justieren wir mal ganz kurz nach. Machen wir erstmal ganz kurz diese Detailverbesserung. Das heißt, wir werden mal eins machen, das bietet sich hier gerade an. Wir haben hier beim letzten Mal das Funnel Home erbaut und daneben diesen District Recycling Hub platziert. Ich glaube, das ist ein bisschen pietätlos gewesen. Von daher würde ich sagen, wir setzen den mal hier rüber. Das passt doch besser. Und dann gleichen wir das hier mal noch ein bisschen aus. Denn eine Sache ist mir hier auch noch sehr negativ aufgefallen. Das hat nicht so schön funktioniert hier mit dem Surface Painter. Das möchte ich gerne erst einmal zurücknehmen. Und dann haben wir hier noch zwei kleine Wohngebäude. Die passen hier auch nicht wirklich. Und von daher würde ich sagen, wir versetzen mal das Gebäude. Und zwar um eins nach unten. Und dann sieht das besser aus. So. Oh, gibt es hier eine schönere Kante. Und hier hinten der Grünstreifen, der ist sehr, sehr schön. Der kann auf jeden Fall bleiben. Da würde ich nur sagen, wir kontrollieren mal ganz kurz, ob da die Zonenzuweisung drunter liegt. Oder beziehungsweise wir nehmen die am besten einfach komplett raus. Dann kann das nicht mehr passieren. So war das die Korrektur. Und dann würde ich noch zu einer anderen Korrektur gerne kommen. Und zwar hier drüben im Gewerbegebiet. Denn hier hatten wir ja, da hatte ich auch gerade über Details geredet. Das ist eine Unschönheit mir später beim Anschauen der Folge selber aufgefallen. Nämlich hier dieser District Recycling Hub. Der hat diesen einen Container da mitten in der Wand stecken gehabt. So, das ist jetzt nachjustiert. Und dann entstehen hier noch unschöne Betonflächen. Die hatte ich auch nicht gesehen, beziehungsweise irgendwie übersehen. Und wir haben ja noch eine dritte quasi Unschönheit. Und zwar diese beiden Gebäude, die hier in den großen O'Reilly's Auto Parts Shop geklippt sind, die sind nicht auf einer Flucht. Die bilden keine Flucht. Von daher korrigieren wir das hier an der Stelle mal nach. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja. Naja, jetzt kann man hier noch sagen, das steckt hier noch drin, aber ich glaube, so weit müssen wir denn nicht unbedingt gehen. Nun gut. So, lassen wir das mal so. Und dann ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Jetzt kümmern wir uns ja noch ganz kurz darum, dass diese Betonlücken hier verschwinden. Und dann sieht das ganz gut aus. Darum wollte ich mich auf jeden Fall noch gekümmert haben. So, das waren die kleinen Nachjustierungen erst einmal. Zu dem Shopping Center werden wir dann in einer späteren Folge, ich denke mal in der nächsten oder übernächsten Folge zurückkehren und uns darum kümmern, dass das alles vernünftig ausgestaltet wird. So, jetzt denke ich aber, sind globale Probleme viel wichtiger, denn wir sollten uns mal um eins kümmern. Wir haben ja mit den Meilensteinen auch immer wieder Richtlinien freigeschaltet bekommen. Gehen wir erstmal darauf ein oder darauf möchte ich jetzt eingehen. Wir lassen auch mal die Simulation ein bisschen schneller laufen. Und gehen wir hier auch mal mit den 30% auf 50%. Ich mag diesen Speed Slider, der hier zusätzlich installiert ist, sehr, weil auch die Kamerageschwindigkeit etwas reduziert. Und es ist auf jeden Fall für die Aufnahmen angenehmer. So, kommen wir mal zu den Richtlinien und verdienen nebenbei ein bisschen Geld. Normalerweise vergebe ich gerne stadtweite Richtlinien, die angebracht sind. Jetzt würde ich auch hier normalerweise das Recycling und zum Beispiel den Bildungsschub gerne vergeben, eigentlich stadtweit. Aber für den Bildungsschub brauchen wir auf jeden Fall, mal gucken, ob der Tooltip besser da kommt, genau, da ist er auch schon. Da brauchen wir eine Bevölkerung von 7500. Da sind wir noch ein ganzes Ende von entfernt. Da haben wir jetzt gut die Hälfte. Und normalerweise vergebe ich auch, aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, das Recycling für die Stadt. Da uns das im Moment aber die Steuereinnahmen reduziert, neben dem Müllvorkommen, möchte ich das im Moment noch nicht machen. Wir müssen erstmal Geld sammeln für all die Dinge, die ich hier so vorhabe. Gut, also gehen wir mal ins Detail rein oder in das nächste Detail oder eine Stufe runter. Und da möchte ich gerne zu den Wohngebieten kommen, beziehungsweise zu den Stadtvierteln und auch mit dem Wohngebiet anfangen.
Zeichnen wir uns das hier erst einmal ein. Ich werde auch die Gebiete noch mal so ein ganz klein bisschen nachjustieren in ihren Größen. Hier zum Beispiel möchte ich gerne den linken Teil, der jetzt ausgespart ist, zum Gewerbegebiet dazunehmen. Und jetzt zeichnen wir jetzt erstmal das ein, was wir haben. Und dann gehe ich gleich noch ein ganz klein bisschen weiter raus, denn hier hinten möchte ich auf jeden Fall auch erweitern. Noch nicht unbedingt in dieser Folge, aber in einer späteren auf jeden Fall. Wir wollen uns ein bisschen Fläche lassen. Jetzt zeichnen wir noch den mittleren Teil hier noch ein. Und wir zeichnen gleich mal zugehörig zu dem Wohngebiet hier die Grundschule mit ein und das Gebiet, in dem in dieser Folge auf jeden Fall eine Oberschule entstehen soll. Das ist eine amerikanische Highschool. Das soll auf jeden Fall das Hauptthema dieser Folge werden. Ja, möchte mich also ganz schnell eigentlich zukommen, aber das hier sollte auf jeden Fall noch sein, dass wir das vorher machen, dass wir uns die Gebiete einzeichnen, denn so können wir sie benennen und sind hier nicht so verloren. So, haben wir das erstmal. Ja, machen wir noch eins ganz kurz bei der Gelegenheit mit, damit wir wissen, wohin die Reise denn in Zukunft geht. Ich möchte dieses Wohngebiet dann auch nach hier hinten verlängern. Ja, wir haben hier hinten auch eine Grundschule gebaut, die dritte quasi. Ja, da möchte ich auch noch gleich zukommen, dass wir die andere wegnehmen, die wir noch gebaut haben, unsere allererste. Denn ich glaube, das ist nicht nötig. Wir haben, glaube ich, eine gute Grundschulabdeckung damit. Und dann forciert das auch so ein bisschen, dass wir uns um den öffentlichen Nahverkehr kümmern. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Gebiet hier, bevor wir die anderen einzeichnen. Ich würde auch sagen, wir haben 5 Zonen, die wir einzeichnen müssen. Aber kümmern wir uns erstmal um die Hickory-Höhen hier. Wir wollen ja schließlich eine amerikanische Stadt erschaffen. Von daher, Hickory-Höhen geht gar nicht. Daher habe ich mir überlegt, wir werden dieses Gebiet hier Cedar Heights nennen. Ich glaube, das passt ganz gut zu einer amerikanischen Stadt. Und wenn wir ja bei dem amerikanischen Thema auch sind, würde ich hier gerne einen Baustil einstellen. Und da habe ich einen neuen installiert, und zwar den Big Suburb Style. Das ergibt sehr, sehr schöne Optik. Und dann kann sich das jetzt hier alles im amerikanischen Stil entwickeln. Da möchte ich dieses American Electric Team nicht verwenden, da das nur dann aus, ja, gerade bei den niedrigstufigen Gebäuden, so wie hier jetzt zu sehen, nur aus Baustellen besteht. Das finde ich nicht so schön. Und das muss man nicht im kompletten Gebiet haben. Also das sieht dann wirklich nicht gut aus. So, haben wir erstmal die Cedar Heights hier. Das ist also ein Name, den ich definitiv behalten möchte. Und dann gehen wir gleich mal in die nächsten Zonen rein. Nehmen wir da gleich mal unser Shopping Center erst einmal. Zeichnen wir das auch als quasi eine Zone ein. Lassen wir das hier mal an der Straße quasi sich auftrennen. Das soll für den Moment erst einmal genügen. Oh, ein bisschen noch ins Feinere reingehen. Möchte ich auch hier nur an der Innenkante eigentlich lang gehen. Oh, das macht sich hier noch ein bisschen schlecht. Mal sehen, ob wir das ein bisschen sauberer hinkriegen. So, das sieht besser aus. Nehmen wir das hier noch mit rein. Dann ist es das auch schon gewesen. Oh, sind jetzt die Gipfelhügel. Das werden wir gleich noch ändern. Aber wir zeichnen erst einmal die weiteren Gebiete ein. Und dann möchte ich hier als nächstes, ja, quasi an unserem, ja, Ausgangsgebiet, also ich würde fast sagen, das ist die Altstadt, oh, das Gewerbegebiet einzeichnen. Und da gehen wir auch noch mal ein bisschen feiner rein. Das möchte ich hier an der Straße, ja, quasi eine Trennlinie erschaffen. So, machen wir das erst einmal. Und nehmen wir hier nochmal den Parkplatz aus der, bei der Highschool, bei der Grundschule raus, bei dem Wunderpark, und ziehen das mal ein bisschen sauberer hier. So, ist immer ein bisschen schwierig, da das an den Straßen anklippt. Ja, aber sollte gehen. So, nehmen wir auch hier den Taco Bell mit rein, der gehört noch quasi zum Gewerbegebiet dazu, und das Shopping Center ist dann sein eigenes. Und da möchte ich hier auch mit dem Gewerbegebiet hier noch weiter runtergehen. Und da, wo jetzt hier die Grundschule liegt, das soll dann rausfliegen sozusagen. Können wir auch gleich mal diese eine kleine Korrektur vornehmen. Wir werden also diese Grundschule hier abreißen. Das spart uns auch ein paar Steuereinnahmen bzw. Ausgaben. So, wir sind jetzt nicht erfreut drüber, aber wir brauchen ja auch ungebildete Arbeiter. Also sollte das nicht so schlimm sein. So, würde ich sagen, machen wir noch das nächste Gebiet hier direkt. Also sprich das zweite Wohngebiet. Das zeichnen wir jetzt hier ein. So, auch bis hier hingehen können wir noch eine Straße durchziehen. Aber dazu kommen wir, wenn wir uns um dieses Wohngebiet kümmern. Das ist jetzt hier so ein bisschen, das werden wir mal ein bisschen vernachlässigen erst einmal. Wir werden uns erstmal auf das andere Wohngebiet mit Namen Cedar Heights konzentrieren. So, ja, sollte es das erstmal sein. So, ja, da werden wir dann auch gleich noch Namen vergeben. Und jetzt machen wir noch eins. Wir machen noch das Industriegebiet als unser quasi fünftes Stadtviertel.
dass wir das einzeichnen. Und dann sind wir auch damit erst einmal durch. Dann möchte ich erstmal Namen und Richtlinien vergeben, beziehungsweise eigentlich nur für den Herbstpark, den werden wir mal, Park passt schon ganz gut, nennen wir das doch einfach Industrial Park. So. Oh, jetzt hat er irgendwie Caps Lock aktiv. Okay, jetzt ist es raus. Nennen wir das einfach Industrial Park. Ist auch recht amerikanisch. Oh, finde ich, passt. Voreingestellten Stil gibt es hier nicht. Da habe ich keinen, der zu den Industrien passt. Aber hier möchte ich noch Richtlinien vergeben. Und zwar einen reduzierten Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Verteilung von Rauchmeldern. Und hier das Recycling. Das reduziert hier auf jeden Fall den Verkehr. Es reduziert die Brandgefahr. Das ist hier immer für Industriegebiete ganz gut, wenn man das mitnimmt, glaube ich. So, und dann machen wir mal weiter. Dann haben wir hier das Bachviertel als nächstes. Das finde ich passt jetzt auch nicht. Wir wollen ja schließlich eine amerikanische Stadt haben. Also wenn wir erstmal den Stil einstellen, auch auf dem Weg Suburb-Style, wenn sich das dann hier, wie gesagt, entwickelt, dann kriegen wir hier amerikanische Gebäude und die Vanilla-Gebäude verschwinden. Das ist auf jeden Fall schöner. Und dann werden wir das einfach East Dale nennen. Das soll für den Moment erstmal genügen. Das ist erstmal ein Platzhalter. Oh, da können wir uns noch andere Namen überlegen. Da würde ich auch sagen, oh, wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben und dann, wenn es passt, dann werden wir die hier übernehmen. So, und jetzt haben wir hier den Chester Park. Na, Chester geht ja halbwegs, aber da würde ich sagen, das ist die Altstadt, das ist auch die gleichzeitig die Innenstadt, ja. Und dann nennen wir das auch Innenstadt bzw. Downtown. Ja. Dann ist es das auch schon gewesen, wenn wir keine Richtlinien festlegen. Und dann haben wir hier noch die Gipfelhügel, unser Shopping Center. Und da würde ich auch sagen, dann lieber einen generischen Namen, denn wir es einfach nur Shopping Center. So, machen wir es auch gleich amerikanisch mit ER hinten. So, soll es das sein? Und dann können wir hier nochmal bestimmte Richtlinien später festlegen, wie auch Verkehr und so weiter drüber. So, und dann haben wir jetzt erst einmal die Möglichkeit geschaffen, unsere 5 Gebiete auch quasi zu benennen. So, dann können wir jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema nämlich kommen, nämlich den Highschools bzw. den Oberschulen. Die haben wir ja schon ein bisschen freigeschaltet. Wir schauen mal ganz kurz in die Meilensteine. Da sind wir jetzt auf dem Weg zur geschäftigen Kleinstadt. Oh, da fehlen uns jetzt hier noch gute 2300 Einwohner oder knappe 2300 Einwohner erreichen wir bei 5000. Oh, da werden wir jetzt erstmal nicht direkt drauf hinzuarbeiten, sondern so indirekt. Wir haben jetzt momentan die boomende Kleinstadt und wir haben bei winziger Kleinstadt die Schulen freigeschaltet bekommen, die Oberschulen, sprich im Amerikanischen die Highschools. Und die werden wir auf jeden Fall jetzt in dieser Folge bauen. Und ich würde auch gerne noch eine öffentliche Bibliothek bauen. Mal sehen, ob sich das zeitlich ausgeht und ob wir auch mit dem Geld hinkommen. Im Moment haben wir 95.000, das ist sehr gut. Ich glaube, da können wir sogar mit der Geschwindigkeit wieder etwas runtergehen. Das ist dann auch etwas angenehmer. Wir können das mal auf 3 weiterlaufen gehen, aber mit dem Speed Slider etwas runter. Das ist mir für die Kamera etwas angenehmer. Gehen wir mal auf 30% wieder rüber und lassen es auf 3, Stufe 3 laufen. So, dann verdienen wir ordentlich Geld nebenbei. Das brauchen wir definitiv. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Schulen. Da haben wir hier, wie gesagt, die Oberschule. Da haben wir einen Unterhalt von 560 je Woche und Kosten von 24.000 bei einer Studentenkapazität von 1.000. Und ich habe mir hier schon überlegt, dass wir hier eine Streamline moderne Highschool verwenden. Die hat recht gute Werte, die kostet 25.000, also etwas mehr beim Errichten. Der Unterhalt ist etwas geringer, hat dafür aber die anderthalbfache Studentenkapazität mit 1.500. Und die möchte ich jetzt nicht einfach hier irgendwo ins Wohngebiet setzen. Das wäre jetzt der Quick and Dirty Weg. Ich möchte also wirklich ab dieser Folge auch viel mehr auf die Details achten. Wir haben jetzt den guten Grundaufbau, wie gesagt. Wir haben eine gute Größe. Also können wir jetzt anfangen, auch detaillierter zu bauen. Also möchte ich die eher hier hinten irgendwo hinsetzen und dieses Gebiet ausnutzen. Ich habe in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass ich hier so Sportflächen und ähnliches errichten möchte. Und ja, Highschools und Highschool-Sport gehören nun mal zusammen. Daher würde ich sagen, nutzen wir dieses Gebiet hier komplett aus dafür. So, beginnen wir mal damit, dass wir erst einmal eine Straße aufziehen. Und da habe ich eine neue Straße installiert. Die passt auch zu den Parking Lot Roads, beziehungsweise ist eine Parking Lot Road im Suburban Style, und zwar eine breite. Und die möchte ich gerne hier einfach durchziehen. Parallel hier an unserem Gebiet entlang, an unserem Wohngebiet, an den Cedar Heights entlang. Und da können wir hier auch mal in die Details gehen. Und
Da wir hier jetzt so quasi unseren School District errichten, passt hier Thompson Allee nicht wirklich, Allee schon mal gleich gar nicht. Würde ich eher sagen, das ist ein Boulevard. Und nehmen wir doch mal Bezug auf einen großen Denker, Wissenschaftler. Also nennen wir das hier einfach mal Einstein Boulevard. Das finde ich eigentlich ganz nett, wenn der so heißt. So. Das ist jetzt hier möglich dank dem Mass Transit DLC. Und dann können wir hier am Einstein Boulevard die unsere Highschool errichten. Die möchte ich jetzt auch nicht einfach nur hier an den Boulevard setzen. Das wäre nicht so günstig. Von daher möchte ich hier auch nicht direkt an die Schule rangehen, sondern ein bisschen, ja, nochmal eine eigene Straße dafür schaffen, hier für die Streamline Moderne Highschool. Und wie gesagt, nicht direkt ran. Ich glaube, die Oberschüler und die Grundschüler sollten wir ein bisschen trennen. Dadurch möchte ich hier einen Park bauen. Also gucken wir mal erstmal in die Parks rein. Und gucken da mal, dass da etwas passt. Der ist ein bisschen klein. Der ist auch ein bisschen klein. Und der ist von der Größe her ganz gut. Und Park mit Bäumen, ganz einfacher. Und der kostet jetzt auch bis 5.000, hat einen Unterhalt von 40. Das würde sich eigentlich anbieten, wenn wir den hier einfach mal setzen. Der hat eine gute Größe, finde ich. Und jetzt möchte der nicht ansehen. Jetzt. Oh, der ist sehr schön. Ja, das passt, denke ich. Ah, der hat auch ein paar Wege drin, der hat in der Mitte einen schönen Brunnen. Ich glaube, das passt. Das Einzige, was hier gar nicht passt, machen wir das mal gleich. Ich habe einen weiteren Mod installiert, mit dem man jetzt tatsächlich die Assets und die Bäume ändern kann. Ah, das finde ich sehr nett. Ah, jetzt schieben wir uns den hier mal nach links, dass wir auch die Änderungen sehen können. Und da möchte ich gerne die ganzen Bäume austauschen. Oh, da können wir uns jetzt hier irgendeinen aus und verstecken erstmal die Vanillabäume. Aber ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Hier haben wir an der Grundschule diese Bäume benutzt mit meinem Namen. Da möchte ich eigentlich die hier auch nehmen. So, machen wir das einfach mal schnell. So, tauschen wir das hier auch noch aus. Und dann sieht das etwas besser für diese Gegend aus. So, haben wir das schon mal. Und dann haben wir hier einen schönen Abstand zum Rest. Und dann möchte ich jetzt hier eine Straße durchziehen. Und da möchte ich eine weitere Parking Lot Road verwenden. Und da möchte ich in diesem Fall die einseitige Parking Row verwenden. Also die mit nur auf einer Seite diese Parking Rows angebracht werden. Und da lassen wir diesen Abstand. Da gehen wir hier direkt an den Park ran und ziehen das erst einmal auf jeden Fall nach hier hinten durch. Aber ohne da vorne an die große Straße zu stoßen, an die Hauptstraße. So, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Dann machen wir noch eins. Das bietet sich hier immer an bei den Parks, da die ja diese Fußgänger, diese Gehwege da drin haben, die dann auch mit dem Gehweg der anderen Straßen zu verbinden. Da brauchen wir jetzt aber bloß Energy für. Jetzt sieht man es hier leider nicht. Dann machen wir das erst einmal so, müsste das passen. Oh, sehr schön. Oh, steht jetzt der eine Baum da ein bisschen drüber, aber ich glaube, damit können wir leben. Oder wir ziehen einfach mit Move it den Knotenpunkt mal richtig. Er sitzt jetzt auch, saß jetzt auch auf der Straße. Ist nicht so schön. So passt das doch besser. Und dann können wir gegenüberliegend jetzt die Highschool errichten. Das war der eigentliche Plan. So, machen wir das mal. Also suchen wir uns wieder die Highschool raus und platzieren die gegenüberliegend. Und da möchte ich hier auch nicht direkt an die Straße vorne rangehen, sondern wir bauen ja amerikanisch, also mit viel Platz. Und hier vorne ist der Eingang. Ja, ein bisschen versetzt. Setzen wir die mal dahin. So, das sollte ganz gut passen. Ja, also hier ist der Ausgang vom Park, da drüben ist der Eingang zur Highschool. Ich glaube, das ist optisch sehr gefällig, sehr schön. So, haben wir eigentlich schon die Highschool gebaut. Jetzt gucken wir ganz kurz, ich bin mir gerade nicht sicher, hatten wir Wasser hier drunter gelegt? Ich glaube ja. Okay, der ist da. Sehr schön, ist das abgedeckt. Ah, haben wir unsere Highschool erst einmal. Und dann möchte ich gerne die Straße natürlich nutzen, um noch etwas anderes zu bauen. Denn zu einer amerikanischen Highschool gehören auch Sportflächen auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, wir schauen mal in die Parks rein. Da habe ich ein paar schöne Assets installiert, die sich da anbieten. Ich glaube, das machen wir mal anders. Dann nehmen wir mal Find It für. Und da würde ich gerne ein Baseballfeld anbringen erst einmal. Schauen wir mal, da haben wir verschiedene, habe ich drei Stück installiert. Ein lokales, ein Highschool-Baseball-Stadium sogar gleich und dann nochmal ein Baseball-Field. Das ist sehr ausgestaltet. Die können wir uns hier mal kurz anschauen. Das ist sehr ausgestaltet. Das ist das lokale Feld. Das sieht man jetzt leider nicht, dass es ein Park ist. Das wird dann erst aufgesetzt, wenn wir es platzieren. Gucken wir mal, ob der Platz hier hinten noch reicht. Ja, das sieht ganz gut aus. Aber nicht gut genug, glaube ich, da hier hinten auch noch ein Parkplatz dran ist. Ich glaube, müssen wir das hier hinsetzen. Oder wir machen es noch ein bisschen anders.
Der ist ein bisschen zu groß. Da gibt es etwas Schmaleres. Und wir haben jetzt im Moment eigentlich ganz gut Geld. Ja, da gibt es noch ein zweites Set, was ich anbieten würde. Das ist dieses Track and Field. Ja, das ist auch recht teuer. Eigentlich sehr unverhältnismäßig von den Werten her. Aber ich möchte es trotzdem auf jeden Fall platzieren. Und ich glaube, das passt hier ganz gut. Aber das möchte ich drehen. Und da es eine Straßenverbindung braucht, sollten wir hier eine Straße durchziehen. Dann ist auch hinten der Parkplatz hier nicht so, das funktioniert. Dann müssen wir das irgendwie hinkriegen, dass das auch logisch ist. Und da weitere Gebäude auch Straßen benötigen, sollten wir eine Straße in die Highschool reinziehen. Da möchte ich dann auch aus den Straßen der Parking Lots Roads hier eine verwenden. Und ich glaube, wenn wir die jetzt hier aufziehen, sollte das eigentlich ganz gut passen, wenn wir hier die einspurige nehmen. Und da würde ich auch sagen, ziehen wir die nicht komplett rein, machen wir das nur so ein Stück erst einmal und reißen mal das Stück hier hinten weg. So, ich glaube, das ist besser. Wir gehen mal hier ins Detail und schauen uns das mal an. Das ist ein bisschen sehr viel Abstand hier für meinen Geschmack. Aber gut. Und könnte man noch hier hinten weitergehen? Ich glaube, das machen wir mal, dass wir hinten noch mal breiter werden auf dem Gelände der Highschool quasi. Okay, sieht ganz gut aus, aber nicht gut genug. Ich würde sagen, denn ja, also in der Breite passt das. Jetzt sehe ich da aber auch, das sollten wir nicht unbedingt haben. Da würde ich gerne bei dem Parkplatz hier die Straßenlaterne entfernen. Ja, so viel Zeit muss sein. Ändern wir das mal. So, das sieht besser aus. Hier die eine kann bleiben und dann machen wir das noch ein bisschen länger und verkürzen das mal optisch mit Move It und schieben das mal zur Seite auf der Linie hier gehalten mit Alt-Taste und zwar da, wo auch hier dieser Vorbau beginnt. Genau, das sollte besser sein. Das sollte, glaube ich, besser passen. Gut, das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir erstmal. Hier müssen wir noch mal sehen, wie wir da vorgehen, um die Richtung zu erweitern. Jetzt möchte ich erst einmal dieses Track and Field platzieren, bevor wir zu was anderem kommen. Also nehmen wir uns das nochmal. Das ist ja auch zum Glück in Track and in Find It noch ausgewählt. Gucken wir mal, ob der Platz jetzt reicht. Knapp, sehr knapp. Okay, setzen wir das hier mal ein bisschen versetzt hin. Ja, das passt hier ganz gut. Der andere hat ja auch gar keine Zonen. Da kann man es gar nicht anbauen. Dann würde ich sagen, platzieren wir das hier. Ja, glaube, das ist ganz gut. So am Ende der Straße, hier ist auch der Eingang. Glaube, das passt ganz gut zusammen. Gut, und da drüben sind noch Parkflächen. Da machen wir eins. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Die Parkflächen, die werden wir gleich mal rausschmeißen. Die nehmen wir mal und entfernen sie komplett. Das muss nicht sein, dass da geparkt wird. So, dann sind die erstmal weg. Dafür haben wir den Bob installiert. Das ist auf jeden Fall besser. So, dann sieht das erstmal so aus. Können wir jetzt noch die Bäume entfernen. Möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Wir möchten uns erstmal um andere Sachen kümmern. Denn wir haben hier genug an der Highschool, um was wir uns jetzt kümmern müssen. Oh, die wird schon auch ordentlich besucht, wie man sehen kann. Sehr schön. Und das ist ja hier nur eine Parking Lot Road. Dann möchte ich erstmal dieses Teilstück hier mit Parkplätzen versehen. Ja, auch nicht zu viel machen. Obwohl, doch können wir eigentlich. Und zwar würde ich die gerne auf die Parkseite setzen. Also nehmen wir uns mal die Parking Lot Roads. Und da hatten wir ja schon drüben an der Grundschule die Geraden verwendet. Ja. Aber hier möchte ich keine Geraden verwenden, sondern da habe ich extra nochmal 60 Grad Parkflächen mir installiert. Und die möchte ich hier gerne verwenden. Und da möchte ich gerne die auf der Seite haben. Und da habe ich extra auch die links, ja, für den Linksverkehr eigentlich geeigneten Parkflächen mir beschafft sozusagen oder installiert. Und ich denke, wir fangen mal hier hinten an. Ja, hier hinten an dieser Kante mit diesem Abwasser oder dieser Ausdehnungskante. Da passt das, glaube ich, ganz gut. Dann verdecken wir das so ein bisschen. Und ich habe einen weiteren Mod installiert. Das kann man hier auch eigentlich schon sehen. Nämlich, dass das jetzt an den Kanten ansnappt. Ein sehr schöner Mod. Den sollte man sich, das ist ein optionaler Mod, aber auf jeden Fall mit installieren, wenn man sich diese Parking Lot Roads nimmt. Ja, dann geht das auch deutlich schneller mit dem Einrichten. Hier möchte ich nicht über diese Kante hinausgehen. Dann nehmen wir mal die kürzeren und werden das erstmal ein Stück weit verlängern. Und dann gucken wir mal, dass wir das da angesetzt kriegen. Genau.
Ah, das geht dann eigentlich ganz gut. Ah, hier passt das nicht so ganz. Oh, da müssen wir nicht unbedingt eine schraffierte Fläche draus machen. Das sieht, glaube ich, auch besser aus. Machen wir das mal dahin. Und dann gehen wir da noch ein bisschen weiter. Da war die jetzt auch gerade mit den Shortkeys, dass man das Stepping dann auch loslässt wieder. Und dann ziehen wir das hier auf der Seite auch noch ein bisschen fort. Ich glaube, das ist ganz nett, wenn das dann da bei uns. Aber hier nehmen wir auch noch mal eine schraffierte Fläche. Das sieht, glaube ich, besser aus. Ja, hier passt eine schraffierte Fläche dann wieder. Mal gucken, wo laufen die? Nicht, dass da einer durchläuft. Ich glaube, so geht das. Und dann setzen wir das mal fort. Nehmen wir nochmal den Vierer. Das ist wieder der falsche, glaube ich. Nee, ist der richtige. Und ziehen das bis hier vorne. Gucken, ob das jetzt mit dem Abschlussstück hinhaut. Nicht ganz. Na gut, dann justieren wir das mal ganz kurz mit Move It nach. Wählen wir die mal alle aus. So. Braucht man trotzdem Move It so ein bisschen für, damit man denn die Feinjustierung machen kann. So, glaube, das sollte jetzt genügen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und auch die Parkflächen werden schon direkt benutzt. Ich glaube, der eine ist aber zu viel da hinten. Den schmeißen wir mal raus. Der muss nicht sein. Den nehmen wir mal mit Move It und löschen ihn einfach. Ich glaube, dann sieht das besser aus. Ja, ich glaube, das passt besser. Sehr, sehr schön. Und dann möchte ich bei der Gelegenheit hier auch noch eine Sache machen, wenn wir schon dabei sind. Beim Gestalten, da gibt es ein wunderschönes Decal. Nehmen wir das mal. Und zwar hier ein... Oh, jetzt machen wir wieder den Einzelmodus. Ja. Und zwar gehen wir da mal wirklich ins Detail rein. Ein School Keep Clear, also sprich ein Parkverbot hier vor der Schule. Hier darf man sowieso nicht parken. Aber wir wollen es gleich mal andeuten, dass das hier auch wirklich der Fall ist, dass das hier definitiv an der Einfahrt nicht geparkt werden darf. Versuchen wir das mal so gerade wie möglich dahin zu kriegen. Immer ein bisschen fummelig, aber geht. Und versuchen wir das nur so mittig wie möglich. Ich glaube, das sollte passen. Und dann sieht das eigentlich gut aus. So, ist platziert. So, sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt sehr amerikanisch. Oh, haben wir große Parkflächen davor. Und wo wir schon bei den Parkflächen sind, würde ich hier auch gerne auf dem Einstein Boulevard etwas machen. Und zwar auch hier weitere Parkflächen einrichten. Und ich sehe es gerade hier vor der Grundschule, sollten wir das auch noch machen. Okay, also das geht hier gar nicht, dass vor der Grundschule geparkt wird, finde ich. Von daher, wir haben das Decal schon auf der Hand. Von daher würde ich sagen, richten wir hier mal auch diese Non-Parking-Zone ein. Verbieten wir hier mal das Parken. Jetzt hat er das wieder umgestellt. Aber ist egal. Machen wir das mit Move It und kopieren den hier einfach. Und zwar hier drüben hin und setzen das mal hier auf die Kanten. So, einer haut schon ab, der will schon, was ihm blüht. Wir können die noch ein bisschen zusammenschieben. Aber es sieht dann, glaube ich, auch nicht so gut aus, wenn diese beiden Kanten direkt aufeinander stoßen. Daher möchte ich hier einfach, ja, ich glaube, das ergänzt sich auch ganz gut, wenn wir da einfach eine gelbe Linie lang ziehen. Dann nehmen wir einfach mal eine, die hier ist schön breit, und deuten mal diese Kante hier an. Ja, und ziehen die dann einfach hier runter. Und dann haben wir das auch schon. Oh, das sieht gut aus. Das machen wir hier drüben auch nochmal und ziehen das dann noch komplett. Ich glaube, das wäre ganz gut. Und dann müssen wir noch mit dem Traffic Manager das Parken da wirklich verbieten. So, ich glaube, hier brauchen wir einen mehr, als eigentlich notwendig wäre. Und die ist auch nicht ganz gerade Linie offensichtlich. Mal sehen, ob wir die noch ein kleines bisschen gedreht kriegen. Oh, ich glaube, das ist jetzt halbwegs gut. Naja, gut. Vielleicht war auch, naja, gut, in Natura sind die auch nicht alle so ganz gerade. Ich glaube, dann müssen wir noch mal ein bisschen dichter rein, dann wird das besser sehen. So ist das gut. Naja, oder auch nicht. Ich sehe da rechts noch einen Winkel, der nicht passt. Ah ja, das ist der andere. Okay, das hat mich jetzt ausgetrickst. So. Nehmen wir die nochmal weg und kopieren mal die andere. Das ist einfacher, denn das stimmt wegen der Winkel. Und die Wege sind identisch. Ziehen das mal hier runter. So. Und dann machen wir das gleiche hier hinten nochmal. Und ich sage ja, in der Natura ist auch nicht alles unbedingt ganz gerade. Und dann müssen wir die hier nur noch ein bisschen ausgleichen. Das ist immer das, was am meisten Zeit kostet. Aber was sich dann später, wenn man es gemacht hat, ja meistens doch sehr auszahlt. So, haben wir das. Und dann den da noch ein bisschen nachjustieren, damit der da nicht raussteht. Und die auch nochmal etwas drehen, damit wir jetzt den Versatz da rauskriegen. Und dann sollte das hoffentlich jetzt passen, wenn der noch ein bisschen runtergezogen ist. So, das sollte passen. Oh, nicht ganz gerade, aber oh,
auf die Entfernung sieht es auf jeden Fall gut aus. So, und dann gehen wir noch in den Traffic Manager und werden da einfach das Parken jetzt tatsächlich verbieten. Haben wir das. Oh, ich denke, das sieht ganz gut aus. Ja, eine Sache könnten wir hier noch machen. Da könnten wir noch einen Prop hinsetzen. Oh, da könnten wir tatsächlich noch einen Schulbus hinsetzen. Obwohl der, glaube ich, zu breit ist bei der Schmalstraße. Nee, das lassen wir mal lieber. Das machen wir lieber an einer anderen Stelle. Gut, ja, für heute soll es das erstmal auch gewesen sein. Würde jetzt hier gerne noch Parkflächen eingerichtet. Und ja, mich weiter um den Ausbau unseres School-Districts hier gekümmert. Aber dazu werden wir in der nächsten Folge kommen. Für heute soll es das nämlich gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit City Skylines und Cedar Bay weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.